Hallo, seid gegrüßt. Ja, ich habe mir wieder was Feines gekauft. Ja, tatsächlich gekauft. Und zwar ein Rudergerät. Ich will ja mein Dachboden-Gym ein bisschen aufpimpen, beziehungsweise schon da noch das ein oder andere zukaufen, um da ein bisschen zu trainieren. Und da ich im Ausdauerbereich so gut wie gar nichts habe, habe ich mich jetzt für ein Rudergerät entschieden. Obwohl ich anfänglich gedacht habe, ich hole mir ein Laufband. Sehr gerne hätte ich auch einen Crosser gehabt, aber bei den Crossern, ich habe irgendwie noch nie einen gefunden, so wenn ich mal so im Laden auf so ein Ding stand, das mir gefallen hat. Die waren nie so wie im Fitnesscenter. Und beim Laufband war ich erst nahe dran, aber dann hat sich jetzt herausgestellt vor einigen Wochen, dass ich wohl so eine beginnende Arthrose in den Kniegelenken habe. Und das kommt nicht vom vielen Bewegen, sondern eher vom wenig Bewegen. Die ganze Zeit auf dem Stuhl unten hocken, abends daddeln, tagsüber worken. Und von daher ist da bei mir nicht viel. Und die Ausdauer ist bei mir eben auch total unten durch. Und da wird gerade auch bei Arthrose in den Kniegelenken und so, wird schon mal so ein Rudergerät empfohlen, um die Muskulatur ein bisschen zu stärken drumherum. Und von daher hatte ich mir eins ausgesucht. Das war sehr teuer eigentlich. Das war, glaube ich, so um die 700 Euro. Aber ich wollte nicht mehr warten, weil da hieß es dann in 3-4 Monaten. Und da wieder, Mann, da ist der Sommer ja schon wieder vorbei und jetzt noch mal so lange warten. Von daher habe ich mich jetzt hier für dieses von Sport Plus entschieden. Das SP-MR-020 liegt derzeit so bei 400, 450 Euro. Verlinke ich wie immer. Ich war jetzt unschlüssig, Kritiken da waren eigentlich alle super gut hier zu dem Gerät. Ich habe nur kein YouTube-Video gefunden dazu. Und von daher war klar, dass ich, wenn ich das Gerät habe, auch dazu eins mache. Yo, bin ja jetzt nicht so der Ruderprofi oder so. Also im Fitnesscenter saß ich da 3-4 Mal drauf auf so einem Rudergerät. Aber okay, will es euch wenigstens zeigen, weil den Aufbau und alles. Und von daher schauen wir mal. Jedenfalls kam recht zügig an. Und ich bin mir jetzt mal gespannt, wie sich das Teil hier so macht. Da ich das hier so auf dem Tisch nicht so jetzt vor der Kamera und so auspacken kann, werde ich das natürlich also ein bisschen zusammenschnippeln. Also jetzt auspacken, Aufbau und dann sehen wir uns gleich, wenn das Gerät komplett ist. Jo. Von daher, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Ja, und los geht es mit dem Unboxing des Sport Plus Rudergeräts. Ihr habt es gerade gesehen, das Ganze verpackt in zwei Kartons. Im großen Karton jede Menge günstiges Styropor, grieseliges Styropor. Nicht nur, dass wir hier dieses furchtbare umweltfreundliche Styropor haben, das Ganze wurde auch noch mal mit Klebeband rundherum zusammengepappt, damit auch alles möglichst sicher verpackt ist, was dann aber nur leider recht frustend beim Auspacken ist. Also ich habe so einige Male vor mich hingeflucht und das Ganze dann irgendwann einfach nur noch auseinandergerissen. Jo, ihr seht es selbst und ich habe jetzt noch einige Zeit zu tun, um das ganze Styropor aus meinem Zimmer zu beseitigen. Im kleineren Karton dann die Schiene, die war deutlich angenehmer verpackt. Nun gut, aber lang genug genörgelt und von daher geht es doch gleich mal weiter mit dem Aufbau. Wobei, ich könnte jetzt weiter nörgeln jetzt hier bei der Schraubverpackung, das kennt ihr wahrscheinlich selber, aber naja, werfen wir doch lieber einen Blick in die Aufbauanleitung. Das Ganze macht einen recht einfachen Eindruck, ist auf ein paar Bildchen reduziert und von daher fangen wir mal direkt an. Und hier wird zuerst das Holzbrettchen abgeschraubt, wie was habe ich es gemacht, und dann packen wir nochmal den Sitz aus. Der ist soweit alles vormontiert, die Rollen sind dran und der Sitz macht einen recht guten Eindruck. Sehr gut gepolstert, feste gepolstert, hat so eine melierte Oberfläche und ja, dann einfach nur auf die Schiene geschoben und dann kommen diese verfluchten Plastikteile dran, mit denen ich echt gekämpft habe, weil die so verbogen waren und ich die im ersten Moment einfach nicht drauf bekam. Also das war schon mit der größte Frustmoment bei diesen blöden Teilen. Naja, dann nur schnell verschraubt und auf der anderen Seite einen Gummistopper noch angebracht. Das ging Gott sei Dank recht easy. Yo. So, weiter mit dem Fuß.
macht soweit eben von der Verarbeitung her wirklich alles einen guten Eindruck. Hier so meliertes Metall, schwarzes Metall und dann so, ja, so Plastikteile an den Seiten, okay. Aber wir haben hier so zum Drehen so Gumminöppelchen, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen, wenn mal der Boden uneben ist oder so. Und da können wir die Nöppelchen halt rausfahren. So, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben drauf und dann wird der Fuß angeschraubt. Lässt sich alles alleine bewerkstelligen und da muss man echt nicht studiert für haben. Jo. Und Werkzeug liegt glücklicherweise auch alles, was man benötigt, bei. Dann der vordere Fuß. Und hier muss ich tatsächlich sagen, dass ich Glück gehabt habe, da ich nicht drauf geachtet habe. Ich habe einfach direkt eben den ersten Fuß gegriffen und den hinten dran geschraubt. Aber wir müssen unterscheiden bei den Füßen. Der hintere hat diese Gumminöppelchen, die wir rausfahren können. Und der vordere, der hat nämlich Rädchen. Ja, da müssen wir drauf achten. Und hier hatte ich wirklich Glück, dass ich da zufällig die richtigen gegriffen habe. So, dann in der Mitte gibt es auch noch einen kleinen Fuß, beziehungsweise am vorderen Teil, wenn man dann die Schiene hochklappt, so dass das Gerät immer noch stehen kann. Auch das ganz schnell dran geschraubt und ganz easy. Und so schaut es aus bisher. Eigentlich käme jetzt laut Anleitung als nächstes die Schiene dran, doch da ist bei mir oben im Zimmer nicht genug Platz und von daher machen wir einfach weiter mit den Pedalen. Diese bestehen komplett aus Kunststoff, aus etwas dickerem, ja, elastischen Kunststoff und machen soweit eigentlich einen recht ordentlichen Eindruck. Natürlich wird die Zeit zeigen, wie es sich bei intensiverer Beanspruchung macht, aber so fürs Erste sehen die eigentlich ganz okay aus. Zum Anbringen haben wir zwei lange Schrauben, erst die untere angebracht und dann haben wir nochmal die gleiche Schraube, nur dieses Mal mit so einem Röhrchen dabei, welches wir erst abnehmen. Dann schieben wir die Schraube durch die Pedale, das Röhrchen wieder drauf und dann wird auch die Pedale festgeschraubt. Jo. So, dann gucken wir uns noch mal ganz kurz das Display an. Dieses kann man recht easy rausnehmen und auf der Rückseite können wir dann die erfreulicherweise beiliegenden Batterien einfügen. Jo. Das Ganze wirkt recht simpel so von der Technik her, aber hier wird ja jetzt auch nicht ganz so viel geboten. Ihr seht, das Display ist schon eingeschaltet und von daher reiße ich mal flink die Folie ab und klicke für euch durch. Etwas weiter unten hätten wir dann noch das Einstellrad mit den Schwierigkeitsstufen. Diese gehen von 1 bis 8. So, da ich hier oben alles gezeigt habe, habe ich das Ding mal runtergenommen mit ins Wohnzimmer, weil, wie schon erwähnt, oben kein Platz war. Jetzt einfach nur noch die Schiene angebracht mit einem Stift und dann ist das Ganze geritzt. Nun gut, ich würde sagen, los geht's. Testen wir doch mal. Jo, ich versuch's. Ich merke, ich mach's noch nicht richtig. Mit der Atmung komme ich noch nicht klar, mit der Haltung komme ich noch nicht klar. Also es geht ein bisschen in den Rücken. Aber aus der Puste kommt man ganz schön. Soweit jedenfalls ein feines Gerät, muss ich schon mal sagen. Ich gehe jetzt natürlich noch mal auf die Details genauer ein. Aber ich habe das gestern Abend hier unten schon aufgebaut
und gestern Abend auch mal ein paar Minuten hier rumgerudert. Und ich muss sagen, es ist echt leise. Also ich bin froh, dass ich mich hierfür entschieden habe, weil man hört wirklich nicht viel. Wir haben hier Altbau, Holzboden, da hört man normal jeden Trippler. Und das Ding ist super leise. Das Lauteste sind noch hier die Fußteile, die immer so schön dagegen klickern. Da werde ich wahrscheinlich nochmal Filzunterleger drunter machen, damit das nicht so laut ist. Und der Sitz, der klappert ein bisschen, hört's. Je nachdem, wie man sitzt, da muss man gucken. Ja, ich habe mal eben geguckt. Wir können die Rolle verstellen, indem wir hier einfach an der Mutter drehen. Dafür ist leider kein Werkzeug dabei, sodass ich mir erst selber einen Schraubenschlüssel raussuchen muss. Aber dann wackelt das auch nicht mehr so. Und von daher, sehr feine Sache. Der Schlitten gleitet auch, sagen wir mal, relativ sauber. Man merkt ganz leichte Unwuchtungen. Ich weiß aber nicht, ob die in der Schiene oder durch die Räder kommen. Hört es vielleicht? Da sind ganz leichte Unwuchtungen, die merkt man schon mal so am Gesäß. Aber stören wir es überhaupt nicht? Also mich haben sie überhaupt nicht gestört. Okay. Sehr schön, aber ich vermute, die kommen von den Rädern. So, von daher, ich werde jetzt mal Zollstock rausholen und dann messen wir das Ding mal hier ein bisschen genauer nach. Die Sitzhöhe ist ca. 42 cm. 1,25 m von der Ferse bis zum Sitzende sind 1,25 m. Der Griff hat eine Breite von 45 cm und ist ca. 3,5 cm dick. 26 cm hoch und ca. 10,5 cm breit. Auch hinten die Ferse 10 cm. So, spät in der Nacht, sehr spät in der Nacht. Aber ich habe mir gedacht, nachdem ich mich jetzt so 2 Tage mit dem Rudergerät beschäftigt habe, ich habe auch gerudert, also so 20 Minuten vielleicht, 25 Minuten, kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Fazit. Und dazu habe ich mir auch ganz schnell eine Liste noch gemacht, was mir so aufgefallen ist. Also generell in der Preisklasse, denke ich, kann man wirklich nicht groß meckern. Profi-Ruderer werden bestimmt nicht zu so einem Gerät greifen. Die holen sich dann so ein 1.000, 2.000 Euro Teil. Aber wer jetzt einfach nur seine Fitness ein bisschen in Schwung bringen möchte oder wie ich auch hofft, mal hier die Wampe loszuwerden und natürlich auch was gegen die Kniegelenke mit dem Problemchen was zu tun, für den ist so ein einfaches Rudergerät bestimmt ganz okay. Aufs Display war ich im Video gar nicht groß eingegangen. Ich muss sagen, dass ich bei diesen Sportgeräten, ob Fahrrad, Laufband, Rudergerät oder so, gar nicht so groß an den Informationen interessiert bin. Also wie viele Kalorien ich verbrannt habe oder mein Puls, wie der gerade ist und so. Das sind so Infos, die mich gar nicht so interessieren. Für mich ist nur wichtig, dass eine Zeitanzeige ist, die mir sagt, wie lange ich noch muss. Also von daher bin ich da nicht so drauf eingegangen. Und ihr habt es ja gesehen, es ist jetzt nicht so viel möglich bei dem Gerät. Aber seitens Sport Plus wird da auch noch so ein Pulsgurt angeboten, verlinke ich vielleicht auch mal, den man zu diesem Gerät oder bei diesem Gerät benutzen kann, wer da Interesse hat. Etwas blöde beim Display ist zudem, dass es unterhalb des Bandes angebracht wurde und wir es somit nicht gut sehen. Und wie anfangs erwähnt, in der Preisklasse, schönes Gerät. Leise vor allem, das gefällt mir sehr gut. Ich könnte jetzt auch nachts in meinem Wohnzimmer damit rumrudern. Es würden die Nachbarn gar nicht groß mitbekommen. Muss aber sagen, dass vom Stellen her einmal das Gerät auf glattem Boden sich bewegt. Es schwingt vor und zurück. Also man wandert so ein bisschen durchs Zimmer. Von daher ist besser eine gummierte Unterlage noch oder ein Teppich. Und dann haben wir hinten diese gummierten Teile zum Ausgleichen, die man rausdrehen kann. Die sind der größte Schrott, also die bringen gar nichts. Sobald ich mich auf das Gerät draufsetze, knack, knallen die wieder rein. Also angeblich soll das Gerät, ich glaube 150 Kilo oder was, 130 Kilo, irgend sowas. So schwer bin ich dann doch nicht. Und das hält diese kleinen Nöppelchen, die halten das nicht aus. Dann haben wir die mittlere Stütze. Wir können das Teil ja hochklappen.
Da ist aber in der Mitte noch ein Fuß. Was ich komisch finde, ich weiß nicht, ob das so soll, wahrscheinlich, sonst wäre es ja nicht so, aber sobald man den Stift reintut, also das Gerät ausklappt, und dann muss man das anheben und den Stift reinschieben, dann steht der mittlere Fuß 2,5 cm über dem Boden. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich habe anfänglich ohne den Stift halt gerudert, sodass er leichter Winkel nach unten ist, vielleicht auch gar nicht schlecht, so hat man eine kleine Steigerung drin. Aber da habe ich jetzt sonst keinen großen Unterschied gemerkt. Nur jedenfalls steht der mittlere Fuß komischerweise dann 2,5 cm hoch. Klappt man das Ding hoch, also zusammen, sodass man platzsparend in die Ecke stellen soll, dann hat man da leider noch das Problem, dass der Hinterfuß sich nicht runterklappen lässt. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht vorläuft oder so. Weil der steht wirklich sehr brutal, ungünstig ab. Vor allem kleinere, die können da ganz schnell mal mit dem Kopf gegenknallen. Also das ist nicht so schön. Und ansonsten auch schon erwähnt im Video, das Fußteil, das ist das lauteste eigentlich noch, was immer gegen die Stange klopft. Und von daher da besser eine Filzunterlage noch drunter oder so. Jo, okay. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen mit dem Gerät hier von Sport Plus, dem SP-MR-020. Wie gesagt, ich hatte da jetzt kein YouTube-Video gefunden und außer zwei Videos, wo einfach nur die Produktbilder gezeigt wurden, dann dazu was erzählt wurde. Damit kann man ja nichts anfangen. Von daher hoffe ich, dass ich wenigstens in meiner nicht ganz professionellen Art trotzdem ein bisschen weiterhelfen konnte bei dem Gerät. Ja, alle weiteren Infos unten über die Links zu erreichen. Ja, okay. Von daher war es das. Also, mach's gut, bis die Tage und ciao. Ja, mir fiel gerade ein, ich kriege demnächst noch ein kleines Gerät. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das wird mir aber so zugeschickt, so ein Sportgerät, zeige ich euch dann auch. Bin ich mal gespannt, stand nie auf meiner Liste, habe ich auch noch nie benutzt. Aber ich bin mal gespannt, wie das Teil so ist. Ja, lasst euch überraschen. Ciao.